Im Namen Rolfs. Unsere Herzen sind gramerfüllt, unsere Häupter gesenkt voller Sorge. Die Wälder unserer Ahnen sind dahin, schwarz, verdorrt, verkrüppelt. Die heilige Grabstätte, wo die getreuen Rolfs einst ihren Weg nach Valhalla antraten, ist umgeben von Tod und Verfall. Welche frevelhaften Mächte konnten es wagen, den Frieden dieses geheiligten Ortes zu stören? Unsere Kundschafter berichten, dass sowohl Mayas als auch Römer ihr Land mit Hilfe von Gärtnern von der dunklen Seuche befreien. Wir können nur beten, dass dies auch uns gelingen mag. So, servus, liebe Zockerlauncher, da sind wir wieder bei den Siedlern 4 in der History Edition, Mission 3 gegen das dunkle Volk. Boah, und das Bier schmeckt heute irgendwie gar nicht. Puh. Ich werde echt noch so ein Alki, ja? Vor lauter Let's Plays. Whatever. Im Namen Rolfs, umgeben Sie die heilige Stätte inmitten des dunklen Landes wieder mit saftigem Grün und das heißt wohl, wir sind Wikinger. Aha, da ist doch alles grün. Ist doch alles gut. Ich glaube, ihr seid so tot, Jungs. Flint! Ihr seid tot. Was ist hier unten? Okay. Und ihr, kommt ihr da noch lebend raus? Wahrscheinlich nicht. Also, was haben wir denn hier? Wir haben einen Holzfäller. Wir haben nicht ganz so viel. Und, boah, ich komme gerade von Siedler 3. Jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Oh, ist echt heftig. Sie werden angegriffen. Ja, wer hätte es gedacht? So, gute Nacht, ihr Lieben. War schön mit euch. Ich werde euch rächen, ihr Rolfs. Gut, dann lasst uns mal eine Holzproduktion starten. Und zwar hier. Mit einem Gärtner, den ich noch nicht bauen kann. Und einem Sägewerk. Wir haben die Wikinger, also wir haben gelernt, wir sind jetzt sehr, 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 sehr holzlastig. Wie, ich werde schon wieder angegriffen? Hey General, hau rein! Ich hätte euch vielleicht ohne Kampf... Pass mal auf, ich lasse dich mal ohne... Ah, du bist tot. Kollege, du bist so tot. Ugh, ja. Egal. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Also, wir sind sehr holzlastig, das wollte ich sagen. Und wir haben arg wenig Siedler, aber das hat sich gerade eben schon gelöst, denn das mittlere Wohnhaus ist fertig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, machen wir gleich noch ein paar Schaufler und Hämmerer. Ja, Planierer und Bauarbeiter, ich weiß. Und dann gucken wir das mal ruckzuck. Wie viele Sägen haben wir denn? Da liegen 2. Da liegt noch eine. 3. Dreifache Holzproduktion. Hört sich doch gut an, oder? So, und das Wohnhaus können wir so gleich sogar auch wieder abreißen. Mach du mal hier zwischen euch Platz. Danke. So, hier ist gegraben. Ihr könntet also mal euren Arsch bewegen, ihr fetten Wikinger. Oh, die sind echt arktig, ne? Das kommt vom vielen Bier. Ich spreche da aus auf... Nein. Alles gut. Jetzt habe ich noch einen Hammer übrig. Dann können wir einen Geologen eigentlich noch einstellen. Haben wir wenigstens einen. Wahrscheinlich ist das so auch gedacht. So, ein Ritter darf mal da hochlaufen. Das hätten wir auch schneller haben können. Und dann gehst du mal hier auf diesen... Nein, du. Du gehst mal auf diesen kleinen Berg. Gut. Auf geht's. Noch 3 raus. Kommt schon. Und macht jetzt mal die Bäume hier zwischen euch weg. Drum ist ganz viel Sumpf. Und tschüss. Boom. Haben wir noch genug Holz und Stein? Ja, können wir eigentlich gleich das nächste bauen. Das darf dann vielleicht hier hin.
So, und wir können ja, nicht so geil expandieren, wie ich das gerne hätte. Da haben wir Kohle und Eisen, das ist auch schon mal toll. Du dann mal hier runter, du dann mal hier rüber und das Mausscrollen ist immer noch invertiert. Es ist übrigens der erste Patch erschienen. Hey, hat allerdings für Siedler Fee jetzt nicht so viel gebracht. Er hat zumindest im Multiplayer eine neue Schaltfläche eingeführt, dass man jetzt auch private Games erstellen kann und niemand mehr dazu joinen kann und so weiter. Richtung Desync und so weiter hat sich natürlich noch nichts getan, aber das verstehe ich auch, das ist was eine größere Nummer, also das dauert ein bisschen. Völliges Verständnis, dass das kommt. Was mich halt stört, ist, dass ich immer noch nicht hier in voller Grafikpracht spielen kann. Ich hoffe, da tut sich was. Ich hoffe einfach. Habe auch nochmal mein Tutorial-Video für mein Grafik-Tutorial-Video von der Gold-Edition weitergeleitet an Ubisoft. Und es ist auch angekommen, ja. Also das habe ich auch schon gehört. Man hat sich es auch schon angeguckt. Weil es hieß, ja, das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Und ich habe gesagt, hallo, ich habe doch schon die Lösung hier. Guckt es euch an. Ach so. Ja, war lustig. So, tue ich meine Baracken stehen. Also die hier am Anfang, die kann ich eigentlich auch noch abreißen. Ne? Hier ist Produktion, da brauchen wir die nicht. Später müssen wir ein paar stehen lassen. Manakopter gibt es ja nicht. Also müssen auf jeden Fall auf zwei Fronten kämpfen. Wenn das die Karte ist, die ich denke, müsste das so eine Art Kreis sein, wo wir nur von der rechten Seite reinkommen. Das Blöde ist, das dunkle Volk bleibt da natürlich nicht nur drinnen. Das kommt natürlich auch raus. Den können wir auch abreißen. Und das nächste Wohnhaus ist fertig. Das geht ja hier rucki-zucki. Okay, dann machen wir Kohle und Eisen zum Start hierhin. Ein Steinmetz haben wir gebraucht, der ist aber gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, was Holz abgeht mit den Wikingern. Ja, komm, machen wir ein bisschen Platz. Dann müssten wir doch jetzt hier eigentlich... Ja, genau. Wie mache ich das? Wie will ich das bauen? Ich mache hier einen Holzfäller hin, ich mache hier einen Förster hin und dann geht hier noch ein Holzfäller rein. Bingo. So, so und so. Und dann zimmern wir gleich noch zwei Sägewerke. Hier eins und hier eins. Den Fehler habe ich nämlich immer gemacht mit den Wikingern, weil ich mir nicht merken konnte, was ist eigentlich Holz- und Steinlastig. Und ja, die Eselsbrücke ist eigentlich einfach. Die Wikinger haben früher mal Schiffe gebaut. Schiffe sind aus Holz. Die Mayas haben früher immer ihre Steintempel gebaut und sind daher steinlastig. Also eigentlich ist es ganz einfach. Naja. Was soll's? Ein Angelhammer. Yay. Da können wir vielleicht sogar... Nein, wenn's gut... Verdammt. Es läuft nicht gut. Es läuft selten gut, ne? So, Männer, habt ihr was zu tun, ne? Mehr kann ich leider gerade noch gar nicht für euch tun. Wir könnten mal einen Ritter nehmen und mal da hochlaufen lassen. Wir könnten mal einen Ritter nehmen und da rüberlaufen lassen. Das könnten wir noch machen. Scoutet mal ein bisschen. Wir könnten noch mal einen nehmen und hier in den Berg... Da brauche ich Pioniere, relativ sicher sogar. Hab halt keine Schaufel mehr. Und liebe Holzfäller, jetzt hast du das weggemacht. Aber die hier wären auch noch cool, wenn du mir die noch wegmachen könntest. Beziehungsweise mach du mal die weg. Und ich weiß, ihr müsst einen weiten Weg laufen. Ich habe aber noch ein bisschen Holz. Ja, ein bisschen. 8 Bretter. Das muss reichen. Oh, da unten ist Platz. Da müssen wir hin, ne? So, wird fertig, oder? Und es fehlt schon Holz. Ach, da geht's schon los. Prima. Prima, prima, prima. Was soll's? Da oben sind Steine, okay. So, und dann schau mal. Hier ist relativ sicher eine Sackgasse, oder? Oder?
könnte ich dann natürlich da meine... Oder? Überhaupt nicht. Na sowas, dann schlapp du mal halt noch dahinter. Von wegen. Okay, also wir können hier noch eine Eisenmine setzen. Die tun wir aber mal stoppen. Das ist jetzt absolut wurscht. Ihr produziert sogar ein bisschen. Ein Steinmetz, der tut's mal hier. Da braucht man nicht noch einen zweiten bei den Wikis. Das ist in Ordnung. Und sonst gehen wir dann jetzt hier mal nach unten. Wir reisen erstmal noch Spielzeit. F7, genau. Später muss ich gucken, dass ich die alle behalte, meine Türme. Aber gerade ist noch eigentlich, spielt es noch keine Rolle. So. Wie viel Äxte haben wir eigentlich? Da liegen noch zwei, wenn ich das richtig sehe. Warenäxte 2, genau. Und ich baue noch wie viel Holzfäller? 2. Okay, blöd. Guck du mal, dass du hier unten hilfst. Genauso wie du. Und jetzt habe ich hier drüben vielleicht Platz für eine... Nein. Fischerhütte? Wo habe ich den nochmal hingesetzt? Da hoch. Okay, und ihr lauft schön, ja, Wüste und so. Boah, das zieht sich, die Karte ist riesig. Es dauert zumindest ewig, bis er mit seinem dunklen Land mich erreicht. Das dauert richtig ewig. Guck mal, wir haben ja sogar einen General. Ja, grüß Gott. Und ein Axtkämpfer. Ich muss kurz Pause machen. Weiter geht's. Okay. So, jetzt muss ich mir eben noch einen Stift und einen Zettel holen, dass ich mir hier aufschreibe, wann ich hier noch die Pause cutten muss, während die hier bauen. Ja, guckt einfach mal zu. So, da bin ich wieder. Die schneiden wir jetzt natürlich nicht raus. Lief ja weiter, okay. Der ist oben angekommen. Gut, dann kannst du eigentlich auch wieder zurückkommen. Wobei du dann eigentlich auch noch da hochlaufen könntest. So. Und wie schaut es jetzt aus bei euch? Also, es läuft nichts, denn... Das ist auch wurscht eigentlich. Denn, tja, ich habe mich selber komplett blockiert mit meinen Holzfällern, die hier hinten irgendwelche Bäume wegmachen sollen. Tja, typisch. Typischer Fail. So Fail ist das gar nicht, aber egal. Gut, ihr macht jetzt weiter und jetzt sollte ich eigentlich schon prioritätsmäßig fast sagen, dass ihr mir die Holzfäller baut. Da kommt wieder ein Holz, da kommt noch ein Holz, also hat das Sägewerk gleich was zu tun. Und so weiter und hier können wir ein bisschen hämmern. Und der Steinmetz, der langweilt sich jetzt schon. Und irgendwo würde ich halt echt gerne noch... Aha, jetzt funktioniert's. Okay, die Fischerhütte hinsetzen. Das war der Plan, gut. Ende Gelände. Dann kannst du jetzt hier nah in die Produktion rein, aber du machst mir auf jeden Fall erstmal noch hier oben alles kahl. Dich habe ich da reingesetzt und dich habe ich hier rüber gesetzt, ne? Okay. Und der Förster ist so auch okay. Gut.
Dann mal los. Noch da unten, okay. Du wahrscheinlich jetzt den einen hier hin, dass auch ja nichts fertig wird. Und dann macht mal. Da kommt wieder einer. Ja, ja, die Wicking on ihr Holz. Und diese Holzproduktion, die ich jetzt aufgebaut habe, die reicht auch noch gar nicht. Da muss noch mehr gehen. Oh, und den könnt ihr fertig machen. Das ist doch gut. Derweil könntet ihr ja eigentlich dann auch noch ein Wohnhaus ausgraben, wenn ihr schon dabei seid. Dann haben meine Planierer auch was zu tun. So, du bist angekommen und du läufst noch, okay. Und noch ist hier kein dunkles Land. Jetzt sollten wir halt noch rausfinden, wo der Eingang ist. Der ist irgendwo hier. Wenn wir da mal so weit sind, dass wir da hinten eine Burg hinsetzen können oder zwei, dass da nichts mehr durchkommt, dann sind wir safe. Aber bis man da hinten ist, das dauert natürlich ewig. Könnte ich eigentlich mit Pionieren und Eseln und Handelskarren? Ach was. Blödsinn. So. Das Brett ist da. Wo sind meine Bauarbeiter? Hallo, wo seid ihr? Was war denn jetzt wieder wichtiger? Da kommt auf jeden Fall mal einer, also dann Prio raus und dann macht wieder, was ihr wollt. Da fehlt nur ein Holz zum Beispiel. Das wäre doch mal ein tolles Ziel für dieses Brett. Nö. Nö. Oder hier sind es doch auch noch zwei. Na, wie wär's? Ihr Schlingel, hä? Hab ich schon mal gesagt, dass ich die Musikaffen geil finde? So, das hätten wir alle schneller haben können, aber egal. Viertelstunde gespielt und wirklich gar nichts erreicht. Also, zuschleifen lassen darf ich es auch wieder nicht, sonst kriege ich wieder eine drauf wie in Mission 1. Vor allem, dass, da wir diesmal wirklich gegen das dunkle Volk kämpfen und die verstehen bekanntlich keinen Spaß. Jetzt komm. Da hat sogar schon richtig Bretter da liegen. Wohin damit? Also wenn du es jetzt nicht dahin bringst, dann mache ich eine Prio draus. Na, lass doch mal den Mann mit dem Brett durch. Ey, Leute. Er bringt ihn ernsthaft zum Wohnhaus. Okay. Also hier Prio, Prio, Prio und so. Okay, das war nicht der Eingang. Dann guckt mal. Da oben? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. So. Hier wird was fertig. Wie sinnlos. Hier jetzt aber... Nein. Bring jetzt das Brett dahin. Das ging hier hin und das geht... Ey, ihr macht mich fertig. Na gut, dann ist es halt so. Heute kann mich nichts mehr stressen. So. Dann baut er halt erst das obere Sägewerk, aber jetzt baut er auch beide. Das untere, jetzt baut er auch das obere. Dann ist doch wieder alles gut. Ich will doch nur eine Holzproduktion, ja?
So. Was haben wir hier noch rumliegen? Eine Angel? Achso, ja. Oh, wir haben noch eine Säge rumliegen? Nee, Blödsinn. Die liegt da gleich nicht mehr. Dann haben wir werkzeugtechnisch schon fast alles ausgeschöpft. Da würde noch eine Spitzhacke liegen und dann war es das aber schon. Du bist durch hier am Berg, das ist schön. Dann geh doch mal auf den nächsten. Können wir noch irgendwas setzen? Nicht wirklich, ne? Vielleicht eine... Na, das ist blöd. Okay, das war auch nicht der Eingang. Dann muss er hier irgendwo sein. Ist da oben ein Ritter? Ja, prima. Ist hier auch einer? Okay. Einen Jäger hätten wir noch. Den können wir vielleicht auch bauen. Hier zum Holz. Der bringt zwar fast nichts, aber wisst ihr ja, kennt der ja alles. Mach mal so und irgendwo habe ich einen Hasen gesehen. Hier hinten. Gut. Dann haben wir wirklich alle Ausgangsressourcen weg, verschwendet, erschöpft, wie whatever. Und du machst da mal hier weiter und du machst da mal hier weiter. Und ihr produziert anständig, ne? Ah, du nicht so. Aber das Sägewerk hat jetzt auch ein bisschen Holz, also da geht was. Bretter. Baumstämme. Mein Gott. Was liegt eigentlich hier? Eine Kanone. Gibt's leider nicht im Spiel. Gibt's erst in Siedler 5. Aber lassen wir das mit Siedler 5. Denn das ist scheiße. Aber pssst. Sonst heult wieder jemand. So. Gold! Gold! Wir haben Gold in der Ju. Mein Gott, das ist ja eine zähe Angelegenheit hier. Jetzt mach doch mal irgendwas. Ein Brett beim Wohnhaus. Ein Brett beim Förster. Kommt schon. Ich würde ja gerne noch mehr bauen. Wir könnten mal eine Eisenschmelze in Auftrag geben mit einer Werkzeugschmiede. Dass wir hier mal ein paar Sachen nachbauen können, damit das hier ein bisschen beschleunigt wird. Das ist ja oberätzend. Und hier bauen wir gleich mal eine Goldmine hin. Dann ist die Spitzhacke auch aufgebraucht. Gut. Jagdhütte wird auch fertig. Gut. Kriegt die Eisenmine noch ein bisschen Fleisch. Gut. Und ihr habt das jetzt entdeckt? Hä? Guckt nochmal da oben. Hä? Hier ist doch überall... Hä, liege ich jetzt völlig falsch? Geht nochmal hier rein? Ist das oben oder unten? Ich könnte euch ja auch einfach in die Mitte klicken, ne? Wo lauft denn dann hin? Jetzt muss ich aber aufpassen, dass sie nicht draufgehen. So, weiter. Boom. Okay, sie laufen hier rein. Ist das unscheinbare Ding die Verbindung? So klein? Jo. Okay, haben wir genug gesehen. Danke, ihr dürft zurückgehen.
Also hier müssten wir uns irgendwie verteidigen, wenn das gehen würde. Bedeutet, wir müssen mit Tempo darüber. Let's go. Und umso weiter wir hier wegkommen, umso lang weiter die Laufwege für die Planierer und Bauarbeiter und es wird dann sehr zäh. Egal. Mach mal hier. Da setzen wir noch eine Goldmine. Und stopp. So. Und das reicht mir jetzt hier mit dir und du gehst auch in die Hauptproduktion. Jetzt brauchen wir dringend neue Äxte. Die hätte ich gerne alle weg, die Bäume. Mal, du kannst da vielleicht die hier noch ein bisschen. Okay. Wie schaut's denn jetzt aus mit Holz? Immer noch bescheiden. Da wäre ja noch Platz noch für so eine. Nochmal zwei Holzfäller und einen Förster. Sollte ich fast tun. Ihr müsst doch nichts bauen. Wunder, dass die überhaupt Steine brauchen. Da oben? Nö, zwei Holz. Aber immerhin, hey, der Jäger. Und guck mal, vor deiner Hütte direkt Hasen. Oh, du holst ja schon Fleisch. Du bist ja schon am Arbeiten. Cool. Das gibt Eisen. So ein Mist, ich kann nichts tun. Aha. Es sei denn, ich verteile ein bisschen Prios. Aber was? Auf was? Es ist jetzt alles egal eigentlich. Oh, guck mal, die Werkzeugschmiede können da fertig bauen. Die natürlich nichts bringt ohne Eisenschmelze, die ihr ignoriert habt. Aber hey! Und ich sollte jetzt mich echt mal sputen. Es ist da eine halbe Stunde rum. Ja, und ich glaube, er wird mich töten. Weil mein Start zu langsam war. Was? Da müssen doch noch zwei Eisen hingehen. Jetzt hör doch auf. Tun sie auch. Stopp. Und stopp. Dann bist du hier auch durch. Was haben wir denn noch bergtechnisch? Da war noch Kohle. Da oben. Da oben kannst du mal gucken gehen. Mein Gott, wir brauchen dringend Werkzeuge. Nicht nur Holz, wir brauchen auch dringend Werkzeuge. Hier, könnt ihr alles fertig bauen. Auf geht's. Aber mindestens 15 von beidem. Aber erstmal zwei Äxte, oder? Hm. Pam, pam, komm, zieh mal das Ding jetzt hoch. Okay, also wir brauchen zwei Äxte. Fünf Schaufeln. Fünf Hämmer. Fünf. Okay, dann kriegst du hier schon mal Kohle, das ist gut. Nicht so gut ist, dass wir dann keine Kohle mehr für die Eisenschmelze haben. Okay, das heißt, ich krieg eigentlich auch gar keine Werkzeuge so wirklich. Deshalb sagen wir jetzt mal dem Fisch, du darfst auch zur Kohle. Du darfst auch zur Kohle, auch wenn ihr jetzt ganz viel Fisch
zur Goldmine bringt, ja klar. So, wir machen hier unten weiter. Und auch schnell weiter hier rüber. Halten wir uns einfach mal an den Weg. Der fette Geologe, der ist halt nicht so schnell. So, liebe Jagdhütte, hast du noch irgendwo Tiere im Stall? Ich sehe ein Wildschwein. Hol's dir. Ha, das gibt eine Keule. Lecker Wildschwein. Oh, und wir produzieren doch ein bisschen. Gut, wir speichern mal. Aber ist schon eine halbe Stunde rum? Die Spielzeit lief weit. Wenn ich Pause drücke, lief sie weiter? Nö, die steht. Also dann ist wirklich eine halbe Stunde rum. Krass. In diesem Sinne, liebe Zocker-Launcher, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.